Das gesamte Unterfangen ist durchgeknallt. Und es ist ein absoluter Betrug, der uns sehr viel Geld kosten wird. Man könnte genauso gut Affen bezahlen. Die Bürokraten erstellen die Liste und wenn bei Gesetzesvorschlag Nummer 58 steht, du sollst mit Ja stimmen, dann wird mit Ja gestimmt. Heißt es bei Nummer 59 Nein, wird mit Nein gestimmt. Es ist eine totale Farce, ein absoluter Schwindel, der sich als Demokratie ausgibt. Man sollte sich nicht täuschen lassen. Sehr einflussreiche Kräfte arbeiten auf diesen neuen Bundesstaat hin. Das hier ist das Dorf Goudhurst. Es heißt, wenn Kent der Garten Englands ist, dann ist Goudhurst der Garten Kents. Die englische Lebensweise ist hier seit Jahrhunderten die Norm. Aber könnte all das bald ein Ende haben? 1996 verbreitete der Vorsitzende der britischen Referendumspartei Sir James Goldsmith Kopien eines kurzen Dokumentarfilms an Millionen Haushalte im ganzen Land. Frustriert über den Mangel an Berichterstattung in den Massenmedien über das, was er als die Aushöhlung britischer Souveränität und Unabhängigkeit durch konspirierende Politiker betrachtete, richtete er seinen Weckruf an die Bevölkerung und schockierte damit viele. Was Sie gleich hören werden, wird Sie überraschen und wütend machen. Es ist die wahre Geschichte von Europa. Die Geschichte, die die Politiker vor Ihnen verheimlichen möchten. Denn sie zeigt, wie wir getäuscht und unsere Nation betrogen wurden. 1994 enthüllte Bundeskanzler Kohls außenpolitischer Sprecher für die herrschende CDU-Partei in Deutschland den eigentlichen Plan. Die Schaffung eines einheitlichen europäischen Superstaats. Bis zu 25 Nationen mit ihren weit zurückreichenden Geschichten, darunter auch unsere eigene, sollen dafür aufgelöst werden. Dieses neue Land namens Europa soll ein Parlament, eine Regierung, einen Gerichtshof, eine Währung, eine Flagge und eine Hymne haben. Dies war von Anfang an der Plan gewesen. Diejenigen, die ihn verfolgten, wussten, dass die Völker in Europa niemals zustimmen würden. Sie würden nie ihre Freiheit aufgeben, um zu einer Provinz innerhalb eines gigantischen Superstaates zu werden. Was taten also die Politiker? Sie verschworen sich, um die Wahrheit verborgen zu halten. Was ist also die Wahrheit hinter der Europäischen Union? Ist sie, wie unsere Politiker immer wieder beteuern, unsere größte Hoffnung für die Zukunft? Eine Chance, verlorenes Prestige auf der Weltbühne wieder zu erlangen? Heute stimmen alle drei großen politischen Parteien in Großbritannien wie durch ein Wunder in demselben Punkt überein. Sie glauben an die Zerstörung Großbritanniens als eine unabhängige Nation, dass ein vereinheitlichtes Europa Sinn mache, dass dies der moderne Weg sei, dass man so einen dritten Krieg in Europa auf alle Zeit verhindern könne. Leider entspricht nichts davon der Wahrheit. Der Wille zu einem vereinten Europa erwuchs aus der verheerenden Zerstörung durch zwei Weltkriege. Von allen Imperien der Neuzeit kamen die Nazis dem Ziel, Europa militärisch zu erobern und zu besetzen, am nächsten. Im Juni 1940 prüfte Hermann Göring, Reichsmarschall der deutschen Luftwaffe, die Pläne für Operation Sea Lion, die deutsche Invasion Großbritanniens. Er diskutierte außerdem mit Hitler einen neuen Plan zur Vereinigung Europas. Nicht nur durch Blitzkrieg, sondern durch eine dauerhafte politische und ökonomische Union namens Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. ...1942 findet eine Konferenz in Berlin statt, um diese politische und wirtschaftliche Integration Europas zu diskutieren. Von allen Zielländern war Großbritannien der Unsicherheitsfaktor, weil jenes Land sich der Invasion widersetzen konnte.
Der Ökonom und Professor Horst Jeck von der Universität Berlin erklärte Großbritannien zum größten Hindernis für Deutschlands historisches Ziel, den Kontinent zu dominieren. Winston Churchill glaubte, Großbritanniens Schicksal sei unabhängig von dem des Kontinents. Im Hinblick auf die Abhängigkeit vom Überseehandel meinte er, wenn Britannien sich entscheiden muss zwischen Europa und dem offenen Meer, dann werden wir uns für das offene Meer entscheiden. Beide Männer sprachen den gleichen Punkt an, der bereits Napoleon 150 Jahre zuvor aufgefallen war. Großbritannien war eine globale Handelsmacht, im Gegensatz zu den Nationen Europas. Laut den Nationalsozialisten hätte Großbritanniens Seestreitmacht Handel ferngehalten vom europäischen Kontinent. Falls Britannien militärisch oder wirtschaftlich erobert, sowie in seiner politischen und wirtschaftlichen Bedeutung zurechtgestutzt werden könne, dann fielen der Reichtum und die Einnahmen aus dem Handel in die Hände desjenigen, der das neue europäische Imperium beherrscht. Wenige in Berlin zweifelten, wer diese Herrschaft ausüben werde. Aber Deutschland verließ das Kriegsglück. 1944 gab es ein Treffen im Hotel Rotes Haus in Straßburg zwischen Funktionären der Nazi-Regierung und deutschen Großindustrialisten. Man erörterte, wie Deutschland den Frieden steuern könne nach einem Verlust des Krieges. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der Wiederaufbau Europas und insbesondere Deutschlands eine dringliche Aufgabe und war größtenteils unter dem Marshallplan der Vereinigten Staaten finanziert worden. Washington und London betrachteten die schnelle Stabilisierung des Kontinents als essentiell, um ein Vordringen des neuen Hauptfeindes, der Sowjetunion, zu verhindern. Winston Churchill erklärte, dass eine Form von Commonwealth der Nationen in Europa erstrebenswert sei für Stabilität und einen anhaltenden Frieden. Er sah Großbritannien jedoch nicht als Teil irgendwelcher Vereinigten Staaten von Europa. Winston Churchills Sichtweise über das Verhältnis Großbritanniens zu den Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ist in folgenden Worten zusammengefasst. Wir haben unseren eigenen Traum und unsere eigene Aufgabe. Wir stehen mit Europa, aber nicht auf Europa. Wir sind verbunden, aber nicht eingeschlossen. Wir sind interessiert und begleitend, aber nicht absorbiert. Die Antwort der Alliierten auf eine militärische Stabilisierung Europas war die North Atlantic Treaty Organization, NATO, geschaffen 1949 als eine permanente Verteidigungsallianz in Europa. Die Europäische Union begann mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1951. Eine begrenzte industrielle Kooperation zwischen Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg und Holland. 6 Jahre später, im Jahr 1957, wurden die römischen Verträge unterzeichnet von den 6 Nationen, die Teil der Gemeinschaft für Kohle und Stahl waren. Das erklärte Ziel war die Vereinigung der Völker Europas, weit mehr als nur die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Man schuf den Apparat für eine neue Großmacht. Diese neue Schöpfung bekam einen bereits existierenden und vorbelasteten Namen, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. 1963 unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag, das symbolische Vergraben des Kriegsbeils zwischen Deutschland und Frankreich. Dies war der Beginn einer neuen Doppelführung in Europa. De Gaulle trat später zurück und verstarb innerhalb eines Jahres. Großbritannien wurde angehalten, eine weitere Einladung für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft anzunehmen. Edward Heath, als konservativer Premierminister des Landes, unterzeichnete die römischen Verträge und brachte Großbritannien am Neujahrstag 1973 in den gemeinsamen Markt. Als Antwort auf die schweren Bedenken in seiner eigenen Partei, der Beitritt zur EEC würde die wirtschaftliche Souveränität und Unabhängigkeit gefährden, versuchte er mit einer Publikation das Volk zu beruhigen. Er schrieb, es ist völlig ausgeschlossen, dass Großbritannien essentielle nationale Souveränität verliert.
Edward Heath, Lord Helsham und den Kollegen in Brüssel war jedoch der größere Plan bewusst. Es ging um die Schaffung eines neuen europäischen Superstaates aus 25 bestehenden Staaten in Europa und Skandinavien. Britannien würde Teil davon werden. Von 1973 an aufwärts folgte der langsame, aber stetige Machttransfer von Westminster an Brüssel durch Verträge, die unsere Politiker unterzeichneten. Man nannte es den Acquis Communautaire. Kritiker nannten es die Sperrklinke. Sobald Macht von den Mitgliedstaaten nach Brüssel transferiert worden war, kam sie nie wieder zurück. Am Anfang dachte ich, wie jeder andere auch, wir seien einem gemeinsamen Markt beigetreten. Was könnte denn toller und vernünftiger und wirtschaftlich naheliegender sein als das? 1975 konnten wir darüber abstimmen, so wurde uns das zumindest gesagt, ob wir in dieser Situation bleiben möchten. Es ist nun weitaus mehr als nur ein gemeinsamer Markt. Ein paar Jahre später war es schon eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, danach eine europäische Gemeinschaft, jetzt eine Europäische Union mit vielen Kontrollen und Restriktionen und Regulierungen. Jetzt stehen wir vor dieser neuen Verfassung. Es ist das, was die Franzosen bereits die Vereinigten Staaten von Europa nennen. Ich denke nicht, dass ich und andere so etwas wollten, als wir 1975 abgestimmt hatten. Stimmten wir für ein Handelsabkommen ab und wir gaben damit der Regierung ein Stück Papier, mit dem sie und alle folgenden Regierungen sukzessive unsere demokratischen Rechte abgeben konnten. Diese Regierung hat nicht das Recht, uns einer neuen Verfassung zu unterwerfen, die nicht der Wille des Volkes ist. Wir brauchen den Willen des Volkes jedoch, um das aufzuhalten. 5 Jahre später sich im Nachhinein zu beschweren, wird schwieriger. Man kann da nicht so ohne weiteres wieder raus. Die Leute müssen jetzt Nein sagen. Das hier ist das Straßburger Parlament. Es wurde 1999 gebaut für 300 Millionen Pfund und es ist nur 4 Tage im Monat geöffnet. Am Ende dieser 4 Tage packen wir den Inhalt unserer Büros in Blechkisten, die dann 300 Meilen weit nach Brüssel transportiert werden, wo sie wieder geöffnet werden. Dort bleiben wir dann für 3 Wochen, bevor es wieder zurückgeht. Dieses ganze Prozedere, das Umziehen der Administration und des Personals von einem Fleck zum anderen, kostet den europäischen Steuerzahler über 100 Millionen Euro pro Jahr. Es ist der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte. Wir sprechen nicht von Milliardenpfund, wir sprechen von Billionen. Wie kann ein Land, das 900 Jahre oder länger unabhängig war, sich in ein solches politisches Schauspiel, solch einen Nonsens einbringen? So etwas verblüfft jeden, der noch alle Tassen im Schrank hat. In 14 oder 15 Monaten will man uns diese europäische Verfassung aufzwängen, die über unserer eigenen Verfassung steht, das stolze Modell, die Pionierleistung für vernünftiges Zusammenleben. Nun lassen wir uns das nehmen. Es ist das politische Ziel, das Rahmenwerk zu schaffen für eine echte Verfassung der Europäischen Union. Meiner Ansicht nach errichtet man damit einen europäischen Einheitsstaat. Der Textentwurf aus Brüssel bestätigt den Anspruch, über dem Recht einzelner Mitgliedstaaten zu stehen. Für die Briten bedeutet dies ein Verlust jeglicher verbleibender Souveränität. Verlust von Kontrolle über die Außenpolitik und Streitkräfte. Die Auslieferung der Legislative und Exekutive an die Europäische Union. Die Ablösung des Pfunds durch den Euro. Die Übergabe unserer verbleibenden Währungs- und Goldreserven an die Europäische Zentralbank. Die Kontrolle über den britischen Innen- und Außenhandel. Wird das uralte Ziel Europas, Großbritannien zu dominieren, erreicht werden? Den meisten ist inzwischen aufgefallen, dass Britannien zunehmend in Brüssel regiert wird, von Räten, die sich jeder Verantwortlichkeit entziehen und von denen die meisten Briten noch nie gehört haben.
accountable foreign committees most in this country have never even heard of, let alone voted into power. Diese ungewählten und verschlossenen Zirkel wollen bis ins Detail diktieren, was Menschen in der Eurozone dürfen und nicht dürfen. Großbritannien wird von dem neuen Europa regiert, durch das neue Europa und für das neue Europa. Die Mächte hinter dem neuen Superstaat waren immer Frankreich und Deutschland. Lindsay Jenkins arbeitete beinahe 10 Jahre lang als ranghohe Funktionärin im Verteidigungsministerium und weitere 10 Jahre für britische und amerikanische Investmentbanken in der City of London. Sie hat 2 Bücher geschrieben über die Ursprünge hinter dem europäischen Zentralismus und den Aufstieg der Europäischen Union. Heute ist 80% von allem, was im House of Commons und im House of Lords verabschiedet wird, von der Europäischen Union vorgegeben. Und es wird schrecklich viel verabschiedet. Wir hatten kürzlich die 40.000. Direktive aus Brüssel. Jetzt attackiert Brüssel die örtlichen Regierungsstrukturen. Wir haben Folgendes verloren: 100% der Kontrolle über die Umwelt. Alles, was dazu zählt, plus Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Wir haben beinahe 100% der Kontrolle über unseren Seefang verloren. Unserer Landwirtschaft. 100% unserer Handelsbestimmungen. Letzteres hat besondere Bedeutung, wenn man in Betracht zieht, dass Britannien die 4. Wirtschaft der Welt ist und wir mit Abstand mehr Handel pro Bürger betreiben als jeder andere Staat der Welt. Die erste Erfahrung mit der Europäischen Union bestand für viele, abgesehen von der Mehrwertsteuer, in den Beschränkungen der Verfügbarkeit und des Konsums von Vitaminen, Pflanzenextrakten und alternativen Heilprodukten. In Großbritannien gab es traditionell einen offenen Markt. Vieles war erlaubt, solange es einfach sicher war. Es gab keine Beschränkungen in der Menge der Inhaltsstoffe, solange alles sicher war und keine Gesundheitsgefährdung darstellte. Die europäische Richtlinie für Nahrungsergänzungsmittel ändert alles. Wir verlieren über 300 Formen von Nährstoffen und es werden Obergrenzen eingeführt, wie beispielsweise 1000 Milligramm Vitamin C in Tabletten, die wir 40-50 Jahre lang verkauft haben. Hohe Dosen werden illegal. Die sicheren und wirksamen Produkte, die wir in diesem Land seit Jahrzehnten gewohnt sind, werden verboten. Einfach nur, weil Europa die Gesetzgebung vereinheitlichen will. Wir sind eines von 3 Ländern mit einem offenen Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Wir werden ab 1. August 2005 unsere Produkte verlieren. Ich bin Dr. Paul Lehmann. Ich arbeite in einer Klinik, die natürliche Therapien anwendet. Und wir betrachten Beschränkungen von Vitaminen und Mineralien als ernste Gefährdung für die Gesundheit der Menschen. Wir nutzen eine Vielzahl an Nahrungsergänzungsmitteln für unsere Patienten und erzielen damit gute Ergebnisse. Die meisten Menschen heutzutage in Großbritannien glauben, dass das Parlament in der Europäischen Union ähnlich funktioniert wie unser eigenes in Westminster. Also schrieben viele tausende Briten an ihre Abgeordneten in Brüssel und protestierten gegen Direktiven wie jene gegen Nahrungsergänzungsmittel. Aber haben diese Volksvertreter überhaupt die Macht, um solche Direktiven oder überhaupt irgendetwas zu ändern? Was tun die Abgeordneten im Europaparlament eigentlich? Abstimmen, oft abstimmen, ständig abstimmen. Manchmal stimmen wir 450 Mal innerhalb eines Zeitraums von 80 Minuten ab.
Ich muss ganz offen gestehen, in der Hälfte aller Fälle weiß ich nicht, was uns da überhaupt vorgelegt wird. Ich schaffe es nicht, die Massen an Dokumenten überhaupt zu lesen. Möglicherweise sind all die anderen Parlamentarier dort Albert Einsteins und immer völlig im Bilde, aber das glaube ich nicht. Es ist eher so, als würde man Affen für die Arbeit bezahlen. Die Bürokraten erstellen die Liste, und wenn bei Gesetzesvorschlag Nummer 58 steht, du sollst mit Ja stimmen, dann wird mit Ja gestimmt. Heißt es bei Nummer 59 Nein, wird mit Nein gestimmt. Eine totale Farce, ein absoluter Schwindel, der sich als Demokratie ausgibt. In 15 Minuten sollen wir da runtergehen ins Europäische Parlament und unsere Funktion erfüllen, nämlich abstimmen. Mit Hilfe unserer Assistenten, die einen Berg an Dokumenten gelesen und bearbeitet haben, kann ich eine Entscheidung treffen. Das hier ist ein klassisches Beispiel für EU-Abstimmungen. 40 unterschiedliche Gesetzeserweiterungen, über die wir auf einmal abstimmen sollen. Ich möchte einen einzigen in diesem Parlament sehen, der all diese 40 Änderungen versteht und eine ausgewogene Entscheidung treffen kann. Es ist einfach unmöglich. Gesetzesvorschläge werden nicht von dem EU-Parlament ausgearbeitet, sondern von der EU-Kommission. Eines von drei mächtigen Foren, in dem die wahre Macht der Union liegt. Deren Mitglieder werden nicht in ihre Posten gewählt und sollen auch nie gewählt werden. Wenn sie direkt darauf angesprochen werden, erzählen Politiker und Funktionäre, dass die EU nur eine Handelspartnerschaft sei. Unter der Oberfläche erscheint jedoch ein ganz anderes Bild. 2001 wurde ein Verkäufer verurteilt wegen dem Verkauf eines Pfundes Bananen mit den alten britischen Maßeinheiten anstelle von Gramm und Kilogramm. Der britische Distriktrichter Morgan erklärte im Urteil gegen den metrischen Märtyrer: Wir leben nun unter einer neuen Rechtsordnung. Der European Communities Act von 1972 war kein gewöhnlicher Vertrag, sondern eine neue Lebensweise. Dies sind neue verfassungsgebende Vollmachten. Das britische Parlament gab 1972 seine Souveränität auf. Europäische Gesetze haben Vorrang vor unseren britischen. Die Artikel über die Vorrangigkeit des britischen Parlaments haben nur noch eine historische Bedeutung. Sie sind nicht bindend. Wir fragten den Verfassungsexperten John Bingley, ob unsere Politiker die Herrschaft des Rechts aussetzen und die Regierungsmacht an eine ausländische Körperschaft übertragen können. Die Antwort ist recht einfach: Nein. Wir haben viele schriftliche Verfassungstexte, was in diesem Land nicht weitläufig bekannt ist. Die Bill of Rights, Declaration of Rights sowie die Magna Carta und viele weitere Rechtsinstrumente halten die Loyalität gegenüber der Königin fest. Diese Loyalität wird an das Volk zurückgegeben durch ihren Krönungseid. Das darf nicht gebrochen werden. Unsere Politiker dürfen ihren Amtseid nicht verletzen. Daraus folgt, dass keine Regierung mit oder ohne Volksmandat zeitweise oder permanent Souveränität übertragen darf an eine ausländische Macht, die keine Loyalität schuldet gegenüber der britischen Krone und nicht rechenschaftspflichtig ist gegenüber der britischen Bevölkerung. Das neue europäische Gerichtssystem, das aktuell in Großbritannien eingeführt wird, heißt Corpus Juris. Es soll das britische System weitläufig verändern und Folgendes beinhalten. Die Abschaffung von Juries. Stattdessen bekommt man einen vom Staat benannten Richter vorgesetzt, der einen für schuldig oder nicht schuldig erklärt. Das Ende des Prinzips habeas corpus. Man kann verhaftet werden ohne Anklage. Unter Corpus Juris kann man bis zu 9 Monate lang verhaftet werden ohne Anklage und ohne dass Beweismaterial vorgelegt werden muss. Das Prinzip unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils wird abgeschafft. Der Bürger muss fortan seine eigene Unschuld beweisen gegen die gesamte Maschinerie des Staates. Das Prinzip Double Jeopardy wird abgeschafft. Man kann nun mehrfach für dasselbe Verbrechen verurteilt werden. Jack Straw als Innenminister gab den Staatsanwaltschaften die Erlaubnis, Urteile auf nicht schuldig anzufechten. Dies könnte theoretisch so oft wiederholt werden, bis die gewünschte Verurteilung sichergestellt ist.
Das Vertraulichkeitsprinzip soll weichen. Gerichte erhalten vor einem Prozess Informationen über jede Vorverurteilung einer Person. Es gibt keine Unschuldsvermutung mehr. Unter dem französischen oder kontinentalen System, la droite administrative, hat das Individuum keine Rechte. Ein Englishman genießt volle Freiheit, eingeschränkt nur durch Recht und Gesetz. Unter dem droit administratif hat man nur die Rechte, die einem vom Staat gerade zugestanden werden. Dieser fundamentale Unterschied ist sehr wichtig, weil wir mit der EU-Übernahme dieses kontinentale Modell bekommen. Wir verlieren unser Recht auf eine Verhandlung mit einer Jury, was eine Hintertür für diktatorische Pläne ist. Die Bürokraten in den Mitgliedstaaten haben völlige Immunität, wie wir Schritt für Schritt erfahren, in Bezug auf das Strafrecht. Sie scheinen über enorme Macht zu verfügen, aber niemand soll zu genau wissen, wie viel. Schrittweise verleihen sie sich weitere Befugnisse. Über die Terrorismusbekämpfung zum Beispiel. Genaues dürfen wir nicht erfahren. Befugnisse zur Betrugsbekämpfung. Genaueres erfahren wir da auch nicht. Jahrhundertelang war es das Grundrecht der Briten, 100% ihrer Parlamentsabgeordneten zu wählen, die das Land regieren, oder sie abzuwählen, wenn sie ihre Arbeit schlecht machen. Das Grundprinzip des Parlaments in Westminster lautet, dass man das, was früher beschlossen wurde, ändern kann. Das ist der Kern der Demokratie. Man kann ein neues Parlament wählen und neue Gesetze haben. In der EU und der neuen Verfassung geht das nicht. Immer mehr Sanktionen und Steuern treffen den britischen Steuerzahler. Auf allen Ebenen. Wer versteht schon, wie viel die Mitgliedschaft in der EU Großbritannien bislang gekostet hat? Die Leute wissen nicht, dass sich die Kosten auf 1,3 Millionen Pfund pro Stunde belaufen. Jede Stunde, an jedem Tag, jedes Jahr. Diese Zahl geht nur weiter nach oben, nicht nach unten. Wir geben denen jedes Jahr einen großen fetten Kuchen im Wert von mehreren Milliarden Pfund. Und die entscheiden dann, wie viele Krümel wir zurückbekommen. Ich lasse mich nicht besäuseln. Bei vielen Leuten ist es leider anders. Die Europäer haben viel höhere Steuersätze. Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel, auf Häuserkäufe, auf die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, auf Kinderkleidung und auf Bestattungen. Es gibt keine Grenzen für die Gier der Bürokraten. Dieser Ort hier ist voller institutionalisierter Korruption. Sie können ein billiges Flugticket nach Straßburg für 45 Pfund kaufen, bekommen aber hier den Flug mit fast 800 Pfund ersetzt. Das läuft seit 20 Jahren und die Parlamentsmitglieder sprechen über solche Dinge nicht. Das System ist marode, bis in den Kern. Die Selbstbedienung bei der Erstattung von Flugkosten sowie die Verwendung von Steuergeldern, um Politiker auf Linie zu bringen, ist schlimm genug. Aber es ist noch viel mehr faul. Die inhärente Korruption mitten in der EU gab es von Anfang an. Die ganze Sache ist korrupt bis in den Kern hinein. Die Größenordnung wurde im Ausschuss des House of Lords bekannt. 6 Milliarden Pfund pro Jahr. Deren Haushalte wurden die letzten 8 Jahre nicht ordentlich abgesegnet. Warum möchte jemand regiert werden von etwas, das dermaßen korrupt ist?
Ich denke, dass all die Abgeordneten in Brüssel kaum diese Strukturen abbauen werden, weil sie in einer komfortablen Position sitzen. Das ist auch in den nationalen Parlamenten immer das Problem gewesen. Sie sind zu sehr beschäftigt damit, in die eigene Tasche zu wirtschaften. In 1998 entschied ein Mann namens Paul van Buiten, der in der Europäischen Kommission arbeitete, dass Betrug, Missmanagement, Verschwendung, Vetternwirtschaft und Korruption derartig gravierend geworden sind, dass er sich an die Öffentlichkeit wenden musste. Es stellte sich heraus, dass alle Anschuldigungen dieses Whistleblowers zutreffend waren, und so musste die gesamte Europäische Kommission zurücktreten. Der Präsident dieser Kommission, Jacques Santer, ist nun hier als Parlamentarier für Luxemburg. Und Ex-Kommissar Kinnock ist inzwischen Vizepräsident der Europäischen Union und hat die Aufgabe, Betrug nachzugehen. Wie gut er seine Arbeit gemacht hat? Nun, es gibt inzwischen einen weiteren Whistleblower, Marta Andreasson. Sie sagte zu Kommissar Kinnock, sie könne diese Bilanzen nicht unterschreiben. Man verwendet ein Bargeldsystem anstelle der doppelten Buchführung, die es seit dem späten 14. Jahrhundert gibt. Sie erklärte, sie könne nicht mit gutem Gewissen diese Bilanzen unterzeichnen. Als Dank wurde sie suspendiert und es wurde eine Untersuchung anberaumt. Jeder in der Europäischen Union spricht von Betrugsbekämpfung. Ich halte das ganze System für dermaßen marode, dass es nun unreformierbar ist. Wir sollen zum ersten Mal von Leuten regiert werden, die man nicht feuern kann. Warum lässt sich irgendjemand auf so etwas freiwillig ein? Politiker aller drei großen Parteien verfolgen eine immer mächtigere Union, eine engere Zwangsjacke. Als Mitglied in der Europäischen Union wird Großbritannien die Kontrolle über die eigenen Streitkräfte und die eigene Außenpolitik verlieren. Die von Deutschland und Frankreich so hoch gelobte europäische Armee bedroht die NATO, die Organisation, die die vergangenen 50 Jahre den Frieden auf dem Kontinent wahrte. Die können unsere Streitkräfte, die Armee, die Marine und die Luftwaffe im Zuge der europäischen Schnelleingreiftruppe einsetzen. Stellen Sie sich vor, dass unser Militär unter der Kontrolle eines französischen oder deutschen Generals steht. Dann ist da noch der Euro. Der Beitritt wäre unumkehrbar, laut Hans Tietmeyer, dem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Die Währungsunion sei ein Pfad ohne Umkehr. Eine Möglichkeit zur Aufkündigung ist politisch oder juristisch nicht vorgesehen. Großbritannien hängt traditionell an der Wirtschaft der Vereinigten Staaten wegen des voluminösen Handels im Dollarraum. Was wären die Folgen eines Euro-Beitritts und der Bindung der Wirtschaft an dieses unflexible Einheitssystem? Im Oktober 1990 gab es einen Feldversuch durch Brüssel, eine Generalprobe. Großbritannien wurde Mitglied des europäischen Wechselkurssystems. Das britische Pfund wurde an andere Währungen gebunden. Es folgten 23 Monate an Chaos. Britannien litt unter der schlimmsten Rezession in 60 Jahren. 100.000 Unternehmen gingen bankrott. Die Arbeitslosigkeit verdoppelte sich von 1,5 Millionen auf 3 Millionen. Es gab mehr Insolvenzen innerhalb einer zweijährigen Periode als jemals zuvor. Pfändungen von Häusern und Grundstücken versiebenfachten sich. 1993 war eine halbe Million Menschen 3 Monate im Zahlungsverzug mit ihren Hypotheken. Die Briten verloren schätzungsweise 68 Milliarden Pfund an Reserven.
Jemand hat mal gesagt, man versteht sich vielleicht ganz gut mit seinen Nachbarn, aber man würde jedem nicht die völlige Kontrolle über das eigene Bankkonto geben. Genau das würden wir mit einem Beitritt zum Euro tun. Wenn man eine kleine Insel oder Litauen ist, dann ist das lohnend. Man bekommt alles bezahlt. Aber wir müssen das bezahlen und das ist auf diesem Niveau nicht tragbar. Wenn wir dem Euro beitreten, werden wir bald alle Schwierigkeiten haben, unsere Hypotheken zu bezahlen. Es gab die vergangenen Jahre eine große Debatte über die sogenannten Vorteile der Einheitswährung. Business bräuchte sie und sie sei gut für neue Jobs. Wie sieht es jetzt nach 3 Jahren aus? In Deutschland sind nun 4,6 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Deutschen erleben das, was sie während des ERM in den frühen 1990er Jahren erlebt hatten. Sie können ihre eigenen Zinsraten für ihre Wirtschaft nicht festlegen. Das große Risiko eines Euro-Beitritts ist, dass die Zinsrate überhaupt nicht zum Rest Europas passt und die eigene demokratisch gewählte Regierung nichts tun kann, um das zu beheben. Auf dem Kontinent gibt es einen massiven Schuldenberg im Hinblick auf die Finanzierung von Renten und Pensionskassen, angehäuft von deutschen, französischen und italienischen Politikern. Man schätzt ihn auf 1.300 Milliarden Pfund. Wir, die Briten, sollen dazu unseren Beitrag leisten. Wie könnte sich Großbritannien jemals durch militärische Mittel von der Europäischen Union befreien, wenn die Streitkräfte dem EU-Kommando unterstehen? Wie würde man im Falle einer Wiedererlangung der Unabhängigkeit die eigene Währung neu starten, wenn alle Gold- und Währungsreserven an die Europäische Zentralbank ausgehändigt worden sind? Sie können unsere Minister fragen, wie kommt es, dass sie einerseits Amtseide zur Verteidigung ihrer Jurisdiktionen gegen ausländische Mächte geschworen haben, aber andererseits ihre Macht abgeben an Menschen, die keine Loyalität gegenüber dieser Krone haben? Heute hat das Europäische Parlament über die Aufnahme von 10 weiteren Mitgliedstaaten abgestimmt. Ich war einer von nur 22 aus insgesamt 626 Abgeordneten, die dagegen gestimmt haben. Ich habe das nicht nur getan, um den britischen Steuerzahlern viel Geld einzusparen, sondern auch zum Wohl der Beitrittskandidaten, die gerade erst ein System zentralistischer kommunistischer Regierung durch Sowjetrussland verlassen haben. Ich befürchte nämlich, dass sie nun etwas sehr Ähnlichem beitreten. Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten. Wir können etwas dagegen tun. Wir brauchen den politischen Willen. Ein britisches Parlament kann jederzeit eine Scheidung einleiten von diesem korrupten Club und anschließend ein echtes Freihandelsabkommen neu verhandeln. Das, was wir ursprünglich dachten, dem wir beitreten. Sogar Kommissare wie Kinnock und Patton sowie Lichtgestalten wie Giscard d'Estaing sagen, dass falls Britannien nicht Mitglied sein will in dieser kompletten politischen Union, die beabsichtigt wird, es austreten und ein Freihandelsabkommen aushandeln könne. Wir müssen nicht Mitglied der EU sein, um mit ihr zu handeln. Es liegt wirklich an uns. Wir müssen Leute wählen, die diese bedingungslose Selbstaufgabe nicht weiter erlauben. Of British people losing their rights and liberties by joining the EU.
A police force with diplomatic immunity is an affront to democracy. It is highly dangerous, and basically the politicians of the member nations of the EU have given away the rights and the civil liberties of their citizens. It follows, therefore, that no government, with or without a popular mandate, may transfer sovereignty on a temporary or permanent basis to a foreign power that owes no allegiance to the British Crown and is unaccountable to the British people. So I say, if you want to turn your democracy into a European Federation without the British having any definite say on your own laws, then you make a historical mistake.